Schaff. Mann, warum muss das Ding auch unbedingt Wasabi-Klecks heißen? Und damit willkommen zu einer weiteren Folge von Splatoon Online. Mit mir, dem Feuerstachlo, und euch, meiner Community. Denn heute haben wir die Ehre, eine weitere der 8 neuen Waffen anzuzocken, nämlich den Wasabi-Klecks. Und bevor sich jetzt jeder fragt, ist der Kerl denn wirklich von allen guten Geistern verlassen? Was ist er, dieses richtig scharfe Gewürz-Wasabi? Nope, ich habe gerade eben einfach nur Luft gegessen und versucht, meine schauspielerischen Künste auf das höchste Niveau hochzutreiben. Aber ich denke, die meisten dürften es sofort erkannt haben, dass das einfach, ja, getrollt war praktisch. Ich hoffe, der kriegt eine... Guter Wurf. Werde ich gleich vom Junior-Klecks erledigt. Ich hätte gedacht, ich würde jetzt schon wieder wie in den vorangegangenen Parts eine Nuller-Karte hinlegen. Zum Beispiel so 7:0 oder 5:0. Aber nein, anscheinend hat mich dieser Kleine jetzt wirklich meiner Nuller-Karte beraubt. Ich hätte gedacht, es wäre jetzt irgendwie so Schicksal gewesen. Als ob irgendwie so eine richtig coole Wahrsagerin mir gesagt hätte, du wirst immer Glück haben im ersten Match. Du wirst da immer eine richtig geniale KD kriegen. Aber nein, anscheinend ist dem nicht so, weil hier einfach irgendjemand dich nicht zurückhalten kann und die ganze Zeit mit seinem Klecksbomb nach mir wirft. Na, das kann ich doch genauso machen. Denn der kleine Wasabi-Kleckser hat als Sekundärwaffe die Klecksbombe und als Spezialwaffe den Inferno, was die Waffe zu einer sehr guten Wahl für den Revierkampf macht, denn er hat eine brachiale Kampfkraft durch die allgemeine Kampfkunst des Kleksers, wenn man ihn zumindest mit einem weiteren Angriff Plus ausrüstet, denn dann ist es eine 3-Hit-Waffe und durch seine schnelle Feuerrate hat man so die Gegner ohne Probleme in die Bredouille gerückt und kann mit seinem Inferno dann auch noch weiter ohne Probleme gut Fläche einfärben. Zwar nicht mit der Waffe persönlich, aber die Infernos färben ja auch immer so zwischen 80 bis 120 Punkte ein, sofern mich nicht alles täuscht. Von dem ist das schon eine echt ziemlich gute Wahl und der hat mich fast gekillt, der Kleine. Nein, warum sind die jetzt wirklich so fies auf mich drauf? Oder warum gehen die jetzt alle so stark auf mich drauf? Das ist total merkwürdig irgendwie. Lass mich doch mal auch ein bisschen mehr hier punkten und zeigen, dass ich's drauf habe. Aber die stürmen hier gemeinsam mit ihren Kugelschildern vor und denken sich so, yo, Digga, wir sind die größten Helden hier auf ganz Splatoon. Ich weiß nicht, was da los ist. Aber das scheint mir gerade eben schon ein erstes Problem zu werden. Habt ihr wirklich vor, mich hier so fertig zu machen? Das geht doch mal gar nicht. So, weg mit dir. Jetzt räumen wir nämlich auf, Freunde. Jetzt räumen wir auf. Was seid ihr noch hier oben? Seid ihr wirklich noch am Start? Na, dann würde ich mal sagen, verzieht euch lieber, ansonsten erledige ich euch alle. Und das ist ernst gemeint. Oh, hat er mir den Kill geklaut. Hat er mir eiskalt den Kill geklaut? Nein. Ich will auch noch eine gute KD haben. Ich will zumindest einen ausgeglichen haben. Ich brauche noch zwei Kills. Sind hier oben? Denn die sind nicht hier oben. Die kommen von unten wieder vor. Kommt. Spring runter, Kleiner. Spring runter. Trau dich. Dann eben so. Und... Ich brauche noch einen. Wo ist er? Den Inferno. Lass mich wen killen. Bitte. Kill wen. Oh. Wurde wirklich eine negative KD im ersten Match. Schande über mein Haupt. Aber ich würde sagen, dafür kriegt ihr ordentlich meine Revanche-Spinne in den nächsten Matches, ne? Ihr könnt euch da auf was gefasst machen, meine Lieben. Den Sieg haben wir zwar trotzdem ohne Probleme mit nach Hause genommen, weil sie sich einfach dann gegen Ende zurückgezogen hatten und dachten, okay, wir wollen jetzt doch nicht erledigt werden. Was? Neutrale KD? Ich sag, ich hab nichts gesagt. Nicht bestens. Und einer hat anscheinend sogar einen Frust-DC. Weil er hat ja schon ein paar gekippt. Naja. Wir hören uns auf jeden Fall nochmal kurz an, was Artie eigentlich so zum Wasabi-Kleckser zu sagen hatte. Bitte fasse ich diesmal aber etwas kürzer. Du hast schon den einen oder anderen Kampf hinter dich gebracht. Cool. Da habe ich doch glatt was Neues für dich. Wasabi-Kleckser, teste das gute Stück mal. Der Wasabi-Kleckser ist ein Kleckser-Set mit ein paar Verbesserungen meiner Wenigkeit. Die Hauptwaffe ist ziemlich dieselbe, aber mit dem Klecksbomben steigt ihr Offensivpotenzial. Weiterhin kann ein Tinferno den Gegnern alle Winde zerstreuen. Ein Set für Kunden mit dem Wunsch nach etwas Würze. Naja, kürzer gefasst war das jetzt nicht wirklich. Ich glaube aber eh, dass er so einen Drang dazu hat, einfach lange Reden zu schwingen. Kann man nichts dagegen machen. Ich begrüße auf jeden Fall Noel346 und Leo London bei mir in der Runde. Und es freut mich immer mal wieder, welche aus meiner Community dabei zu haben in den ganz normalen Revierkämpfen, die mir hier zur Seite stehen. Denn allein als Deutscher unter den ganzen Japanern hier zu sein, ist zwar gar nicht so schlecht, wenn man halbwegs was drauf hat und ein paar killen kann. Ist bei mir jetzt nicht der Fall, deswegen ist es schon schlecht. Aber wenn man ein paar von seinen Leuten mit dabei hat, dann fühlt man sich richtig gestärkt, der Rücken ist geschützt und man kann volle Pulle draufhauen, weil man einfach
Verweis. Falls man gekillt wird, killt irgendwer anders schon denjenigen, der einen dann selbst die Tour vermasselt hatte. Oh, das ist meistens echt so. Immer wenn ich an irgendwem erledigt werde, ist dann irgendwer zur Stelle, der dann gleich mich wieder revanchiert bei dem und ihn für mich erledigt. Na. Hinten. Oh, komm. Wollte ich meinen Inferno noch abschicken, aber irgendwie hat er dann doch zu schnell seinen Zug gemacht. Aber genau das ist so, was ich gesagt hatte. Er wird sofort weggeputzt von irgendjemandem, der mir gerade eben zur Seite gestanden hatte. Ich glaube, das war diesmal ein Japaner, aber hey, auch die können was leisten. Sage ich jetzt einfach mal so, als ob Japaner was Schlechtes zu sein scheinen. Nein, die sind ganz im Gegenteil. Die sind meistens sogar noch besser als wir. Die haben irgendwie von Geburt an diese guten Gene, dass sie in jedem Spiel richtig gut auf die Kacke hauen können. Und ich würde sagen, mal ganz kurz wieder aufladen. Alles klar. Und erledigen. Dankeschön. Hat er sich zu sehr auf mich konzentriert und gedacht, ich würde mich nicht regenerieren, tja, der kleine Schlingel. Hat sich da wohl ein bisschen verkalkuliert und ganz schnell beschützt mich mal. Denn ich färbe hier in den Inferno hin. Alles gut. Alles gut. Und ich würde sagen, da wir gut eingefärbt haben, können wir eigentlich auch weiter nach vorne durchstürmen, oder? Wenn wir schon nicht angefangen haben, machen wir auch weiter mit dem Rest des Weges, oder? Was meint ihr? Ach komm. Ach komm, er hat dieselbe Waffe wie ich gehabt, ohne Angriffsplus und hat mich trotzdem erledigt. Kann es sein, dass der Kleckser irgendwie ein bisschen gebalanced worden war mit dem Update 2.7? Auf jeden Fall werde ich dazu noch ein Video machen, weil ihr es im letzten Part geschrieben hattet, als ich gefragt hatte, ob ich es machen soll oder nicht, wo ich alles zusammenfasse und da werde ich ja selbst herausfinden, ob das so ist und was überhaupt mit dem Update alles geändert worden war, denn es wurden weitere Maps angepasst, es wurden auch super viele Waffen gebalanced, die meisten wurden leider verschlechtert im Gegensatz zum vorherigen Update, wo sie die meisten Waffen eben erhöht haben. Jetzt haben sie eben gesagt, okay, drehen wir den Spieß mal um und verringern einfach mal jede Waffe, die halbwegs Spaß gemacht hat zu spielen. Juckt die nicht? Machen die gerne. Und ja, da ist es schon wieder ein bisschen ausgeglichener geworden. Und allgemein sind auch richtig viele Nerfs rausgehauen worden, wie zum Beispiel, dass man in der Bohr in den Nautilus anscheinend einen Bug nicht mehr nutzen kann, der einem eine kleine Abkürzung gewährt hatte. Ich kenne den Bug selbst nicht, weil ich bin kein so wirklicher Bug-User und ich habe mich damit auch wirklich noch nie so wirklich befasst. Ich weiß bloß, dass bei Inkopolis mal so ein Bug gab, dass man nach außen kam und den gab es anscheinend auch bei der Bohrinsel Nautilus. Aber hey, werden wir wahrscheinlich in allen nächster Zeit nicht mehr allzu sehr rausfinden. Komm, erledigen. Immer der Wasabi-Kleckser, was ist mit dem los? Ich habe nur noch 11 Sekunden. Merk dir den Namen. Blablabla. Und präg ihn dir ein. Im nächsten Match werde ich ganz gezielt nur auf die Wasabis gehen und gezieme dich. Wehe, du wirst das Match verlassen. Meine Revanche bekommen. Geht ja mal gar nicht. Habe ich mich total auf meine Reden konzentriert, auf meine große Rede vor euch, vor keine Ahnung wie vielen. Ich glaube vor so 10, 12 Leuten und da unterbricht er mich einfach. Geht ja mal gar nicht klar. Aber irgendwie gewinnen wir trotzdem immer. Nice. Kann immer in 2 zu 4 richtig schlechte und ich glaube mit dem Tenter-Deck oder allgemein den Klecks und allgemein sollte man da deutlich mehr rausholen können. Deswegen Schande über mein Haupt, wirklich Schande über mein Haupt. Aber hey, wir können auch mal einen Noob-Part erleben. Weiter geht's mit Uftimo Knockout und Yui auf den Moräntürm. Und derjenige, dem ich meine Rache geschworen habe, ist natürlich ganz feige aus dem Match rausgegangen und dachte sich so, nope, I'm out of here. Kein Bock mehr. Wir haben erreicht, was wir wollten. Wir haben mich sowas von geärgert, die ganze Zeit erledigt, immer ohne irgendwelche Schmach noch übrig zu lassen. Aber hey, muss ich hinnehmen. Naja, Spaß beiseite, Freunde. Ich habe nichts gegen irgendjemand, der mich einfach nur hier in dem Spiel erledigt. Wir werden ja zumindest versuchen, mal ein bisschen mehr von der Waffe zeigen zu können, indem wir eben schon so ein paar Leute killen. So ein paar zumindest, ne? So 1, 2, 3, vielleicht auch 4. Um einfach zu zeigen, dass es doch echt eine gute Killwaffe ist, denn irgendwie zeige ich davon aktuell so 0,0%. Was schon ziemlich schade ist. Ich hoffe, mit den Inferno da vorne kann ich ihn schon so ein bisschen in die Enge drängen. Aber ich glaube, es hat schon so halbwegs gepasst, oder? Jo, der dürfte nämlich jetzt auf jeden Fall von hier weg sein und sich da vorne irgendwo rumtreiben. Oh, der will mit meiner Tsunzuka, beziehungsweise eben in dem Fall mit seiner, mich hier schon so ein bisschen in die Enge drängen. Aber no, das machst du nicht. Das machst du nicht, mein Lieber. Das machst du nicht. Komm runter zu mir, wenn du dich traust. Wenn du dich traust, dann komm her. Und? Tawabanga, weg mit dir. Oh, das ist so schön. Erstmal richtig fangen spielen, fangen und verstecken und danach aus dem Hinterhalt heraus killen. So hat man es gerne, so hat man es richtig gerne. Will noch jemand fangen und verstecken spielen? Ich mach da gerne mit. Allerdings nicht, wenn es gleich 3 auf einmal sind. Dann ist es ein bisschen zu viel, gell? Naja, wir scheinen hier auf einem ganz guten Trip zu sein, um wieder zu gewinnen. Deswegen sollte das hier absolut kein Problem sein. Und ich habe so das Gefühl, dass wir in dem Match hier auch ein bisschen mehr von der Waffenpower des
kleinen Wasabi-Glexers zeigen können. Und nicht hier vorne. Oh, 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 oh. Dankeschön. Okay, Concentration muss auf einem hohen Level sein, ansonsten wird das hier nämlich nichts. Merke ich schon. Merke ich schon sofort. Und weg mit dir. Perfekt. Wow. Jetzt sind die Bewegungen so smooth wie noch nie. Das würde ich sagen, ist schon ein ganz gutes Ding. Und wir werden uns hinten. Da hinten hin. Perfekt. Wenn jetzt jemand von hinten gekommen wäre, ich hätte sowas von gelacht, weil es so typisch wäre. Einfach so, ich denke mir so, ja, wenn safe, kann ich den Fern abfeuern, kommt von hinten jemand her und denkt so, na, machst du nicht, mein Kleiner, ich kill dich mal ganz kurz. Und das am besten noch, bevor der überhaupt abfeuern konnte. Das heißt, bevor man den überhaupt releasen konnte. Und von oben natürlich. Mann, ich will doch nur mal kurz ein bisschen hier so einen smoothen Durchgang erleiden. Erleiden, in Anführungszeichen natürlich. Das Erleiden war nämlich etwas positiver für mich gemeint als für den Gegner, aber trotzdem. Kommt bitte. Bitte. Sieht aber echt ganz gut aus. Schaut mal nach oben auf die Tintenfische. Wir sind mega in Führung. Was bedeutet, dass wir uns hier eigentlich auch zurücklehnen könnten, aber nein, nichts da. Wir hauen jetzt nochmal ordentlich aus in den letzten 20 Sekunden. Was bedeutet, ich will mir noch... Ich wollte gerade sagen, ich wollte mir noch 2 Kills holen, aber anscheinend wurde mir das doch vermasselt. Schaut, da kamen die drei. Da kamen die drei Kerle her, die ich mir locker noch hätte snappen können. Aber nein, anscheinend... Wird mir nicht mehr oder so? Oder? Ah, zumindest einer noch. Hashtag Knockout. Das war so typisch. Oder gerade eben so passend, dass wir Knockout zum Ende noch erledigt hatten. So. 53,7% zu 34,8%. Tut mir leid, dass die letzten Parts ein bisschen hektischer sind, aber ich habe so ein bisschen mehr Elan gefunden, ins Splatoon reinzukommen. Durch die neuen Waffen, weil die mir richtig viel Motivation und alles drum und dran gegeben haben. Und die KD6 zu 4 ist jetzt auch gar nicht so schlecht. Von dem her zeigt es auch schon seine Wirkung. Und vielleicht werden die nächsten dann wieder ruhiger werden, aber in den 8 Waffenvorstellungen werde ich auf jeden Fall wahrscheinlich die ganze Zeit so aufgedreht sein, weil ich sie jetzt auch wieder im Anschluss aufnehmen werde. Von dem her, genießt eure 2 Splatoon-Parts heute. Ja, ganz genau 2. Es ist... Ich glaube, lange her, dass ich seitdem ich das letzte Mal 2 Release habe. Deswegen. Ja. Komm heute 2. Haut rein.